Amen. Preist den Herrn. It's good to be here. Es ist gut, dass wir hier sind. Again. Nochmal. And it's good that you are also here. Es ist gut, dass ihr auch alle da seid. I'm honored to do the tithes and offering today. Ich bin geehrt, heute Zehnte und Opfer zu machen. So I will start with a scripture lesson. Ich fange mit einem Vers an. It's written in Matthew. In Matthäus. Chapter 13. 13. Verses 31 and 32. 31 und 32. He put another parable before them, saying, "The kingdom of heaven is like a grain of mustard seed that the man took and sowed in his field. It is the smallest of all seeds, but when it has grown, it is larger than all the garden plants and becomes a tree, so that the birds of the air come and make nests in its branches." Von Senfkorn und Sauerteig. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das Kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Amen. Amen. Tithes and offerings are seeds that are planted into the kingdom of God. Amen. Amen. Zehnte und Opfer sind Samen, die wir in Gottes Haus pflanzen. Amen. Like mustards, it seems to be small and tiny. So wie Senfkorn, das ist so klein. Even if it's small, auch wenn es so klein ist, they are seeds. Die sind Samen. So entrust them to God and it will grow. Traue sie zu Gott und die werden wachsen. Do not look if it's very small or small. Schau nicht an, ob sie klein sind. God is able to make it enlarge. Gott kann sie größer machen. So coming back to the seeds. Also wir kommen jetzt zurück zu den Samen. You will plant tiny things. Du wirst kleine Sachen pflanzen. Like these mustard seeds. Wie ein Senfkorn. And it will grow. Und es wird wachsen. And become trees. Und sie werden Bäume. So trees produce habits for animals like birds. Die werden auch dann Gehäuse für Tiere produzieren. And they will produce fruits. Und auch Früchte. So these are blessings for the birds. Das sind Segen für die Vögel. So when you plant a seed. Wenn du einen Samen pflanzt, it will be a blessing for others. Das wird ein Segen für die anderen. So birds and other animals are happy that there are trees. Amen. Also Vögel und alle anderen Tiere, die freuen sich, dass sie dann Bäume haben. And we should also be happy to give. Also dann müssen wir uns freuen, auch zu geben. We can also give seeds like these mustard seeds. Wir können auch so kleine Samen geben wie jetzt ein Senfkorn. But where do we get those seeds? Aber wo kriegen wir dann her? We will get it from God. Von Gott? Because he is our provider. Weil er unser Geber ist. Amen. And bringing back to God. Und wir bringen das zurück zu den Herrn. We are pleased to give. Amen. Und wir freuen uns zu geben. And we are pleased and happy that we will get blessings back. Wir freuen uns dann auf unsere Segen. So what has begun as tiny things so klein angefangen will grow into something big. Das wird dann größer. Amen. I don't want to encourage you to give little. Ich ermutige euch jetzt nicht so klein zu geben. But give what you want to give. Give Amen. Was ihr könnt oder was ihr wollt. Because God loves a cheerful giver. Weil Gott ein freudiger Geber. And nobody is able to judge over the other what he is going to give.
Und keiner kann die anderen urteilen, was gegeben wird. Only God is able. Amen. Nur Gott kann es. So don't be ashamed what you are giving. Also schäm dich nicht, was du gibst. It's all in this letter envelope, or it's hidden in this envelope. Amen. Es steckt in unserem Umschlag. So only God can see it. Aber Gott kann es nur sehen. So giving time is also a blessing time. Also Gebenzeit ist ein Segenzeit. And give as a cheerful giver. Amen. Und gib als ein freudiger Geber. So that's a small word. Das ist unser kleines Wort. For tithes and offering. For tithes and offering. And if you want an envelope, you can raise your hand. Wenn du einen Umschlag möchtest oder brauchst, du kannst deine Hand hochheben. You can get it from our cheerful ushers. Dear Lord, thank you for tithes and offerings. We give you all back that you gave us. Please accept our tithes and offering as a sign of our love. And we are pleased to give. And also we are humble to give. Please bless us with our tithes and offering as we give, and that we are getting more to give. Please bless every person here in this room that we are giving our tithes and offering. And that you will enlarge this offering. And that you can use it to enlarge your kingdom. Dear Lord, you know our thoughts. And please bless these also. In Jesus' name we pray. Amen.